Viele jammern manchmal in der Seelsorge umher, aber wollen, geben sie Jesus die Erlaubnis, ihn sich selbst zu verändern? Und bittet man darum? Und bist du ganz offen, Herr, du kannst mir den Balken zeigen, den ich in meinem Leben habe. Nicht nur, dass ich den Splitter des anderen sehe, sondern meinen eigenen Balken. Versteht ihr? Und ich gebe Gott die Erlaubnis, mich zu verwandeln, mich zu verändern, mich zu heilen, mich zu befreien. Oder will ich so einfach drinbleiben in dem, in manchmal im Selbstmitleid und höre da nicht auf und eier so vor mich hin im Leben und komme auf keinen grünen Zweig? Versteht ihr? Da muss eine Konsequenz da sein. Kurz und bündig, wie es hier steht, gell? Das sind so Gebrauchsanweisungen, die gefallen mir. Es muss praktisch sein. Wenn das so ins Auge springt dir, dann sag, hey, dann schreibe ich mir auf. Das sind so. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich für diesen Kurs, dass du uns Befreiung schenkst. Danke dir, was du schon getan hast in den Seelsorgen, in den ganzen Segensdiensten, in den Beichten. Wir danken den Priestern, die gekommen sind. Herr, segne du sie, dass sie an diesem Dienst der Versöhnung, Heilung und Befreiung teilhaben und uns das schenken als Volk Gottes. Denn es gibt keine Heilung noch Befreiung ohne die Versöhnung. Es ist hierarchisch aufgebaut, meine Lieben. Über allem steht der Verkündigungsdienst, das ist das ewige Wort, das uns die Befreiung geschenkt hat. Aber das Wort, im Wort, gliedert Jesus den Versöhnungsdienst, der Voraussetzung ist für Heilung und Befreiung. Das ist jetzt ein Befreiungskurs. Trotzdem muss immer die Versöhnung gemacht werden, die Beichte. Und dass eine wirkliche Befreiung kommt in den Menschen, was nutzt es, wenn du mal kurzzeitig Heilung oder Befreiung hast und hast keine Worte von ihm innen drin. Und du bist jetzt in der Weise, hast einen Blödsinn gemacht und bist mal eine Strecke im Leben gegangen und hast irgendwie was angestellt, da wirst du halt einfach so jetzt die Befreiung, aber nicht richtig umkehren. Manche machen den großen Fehler und kommen dann und wollen nicht innerlich dem Wort Gottes nachfolgen und sich Gott unterordnen auch und alle Worte Jesu in sich hineinlassen, weil das ist die tiefste Befreiung. Wir können von dem, was wir mal eingeheimst haben und drangsaliert sind teilweise und blockiert, gelähmt, festgesetzt, fixiert, vielleicht Flüche und alle möglichen Zeug, können wir schon wegkommen. Aber wichtig ist, dass insgesamt wir das nicht aus dem Auge verlieren. Der Glaube ist die größte Befreiung. Und der muss auch in uns hineinkommen. Und aus dem Glauben, das ewige Wort anzunehmen, kommt dann die Versöhnung, weil wir ja Jesus nachfolgen, der alle versöhnt hat und sich mit allen versöhnt hat und den Vater mit der ganzen Menschheit versöhnt hat durch sein Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kann er heilen und befreien. Versteht ihr? Manchmal ist es so, dass viele das suchen schnell und dann tun sie uns auch manchmal als Priester ein bisschen als Geistheiler benutzen. Haben wir schon erlebt, versteht ihr? Aber umgekehrt sind sie nicht. Es bleibt dauerhaft, wenn wir ganz im Wort befestigt sind und dann daraus entsteht die wahre Versöhnung und die Hinwendung, weil wir Jesus gekannt haben, dass wir uns so versöhnen mit dem Nächsten, mit Gott, mit dem Nächsten und mit sich selbst, wie Gott es will, wie Gott uns versöhnt hat mit dem Vater. Und dann daraus die Heilungen der Wunden entstehen. Und die Befreiung.
So ist es geordnet, dass es ein bisschen innerlich versteht. Nur so können wir drangehen an die ganze Sache. Und dann kannst du auch den Befreiungskurs eingruppieren oder eingliedern ins Gesamte, versteht ihr? Sonst hängt der Kurs in der Luft. Aber so muss das geschehen, das ist die Ordnung. Es gibt keine Heilung, Befreiung ohne Versöhnung. Und es gibt letztlich keine Versöhnung, Heilung und Befreiung, wenn du das Wort Gottes nicht im Tiefsten annimmst. Und aus dem Erleben willst, dann sind wir immer so unterwegs, einmal gut, einmal schlecht. Und es geht nicht richtig im geistlichen Leben voran, weil Christus will in dir leben. Er will, dass du alle Worte annimmst von ihm. Wer in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bietet um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Oder es heißt beim ersten Johannesbrief, wer sagt, dass er ihn kennt, habt ihr gehört, wer sagt, dass er ihn kennt, muss auch so gelebt haben, wie er gelebt hat. Wenn er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Jesus, ja, dann liebe auch so, wie er geliebt hat. Das hat uns aufgetragen. Liebe, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wenn wir das in der Weise nicht richtig in der Weise verstehen und auch das Wort Gottes betrachten, das, wie es gemacht hat, diese Liebe, wer geliebt hat bis zur Vollendung, wie können wir dann lieben? Dann gehen wir wieder nach draußen und dann kommt eine Gelegenheit und dann ziehen wir über den Nächsten her. Und dann bleibt kein trockener Faden am anderen mehr. Dann kritisieren wir alles zusammen, was nur geht. Liebst du dann? Versteht ihr? Da müssen wir ernst machen. Sonst suchen wir da Heilung und Befreiung und sie kommt doch nicht richtig. Das predige ich jetzt echt mir. Wir müssen da wirklich schauen, dass das Wort Gottes, dass wir nach dem Wort Gottes handeln und unser ganzes Leben gestalten. Nach seiner Liebe, nach seiner Barmherzigkeit, nach seiner Güte, nach seiner Milde. Das ist meine Identität, die neue DNA, die ich angezogen habe. Jesus. Eine neue DNA. Die Frauen können sagen, wir ziehen Maria an, weil sie so wie Jesus ist. Da tust du nichts Falsches anziehen. Weil in ihr nur Jesus ist, nur der dreifaltige Gott. Du ziehst, wenn du Maria ansiehst, schon den dreifaltigen Gott an, auch ihren Sohn, weil ihre ganze Identität ist nur Gott. Ja? Das darfst du auch, ist kein Problem. Ich bin ganz ein Marienkind. Ich will ihre Verhaltensmuster, Denkmuster anziehen. Ich ziehe, wie steht ja, manchmal müsst ihr die falschen Verhaltensmuster, Denkmuster von den Eltern ablegen. Die nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Und ihr seid berufen, neue Verhaltensmuster und Denkmuster anzuziehen. Etwas Neues, den neuen Mensch, Christus. Du musst manchmal Vater und Mutter auch durchleuchten mit in guter Weise in der Liebe. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Diese alten Marotten und was ich da übernommen habe, dass ich jetzt genauso wie meine Mama und Papa bin, mit den negativen Dingen, das muss ich nicht anziehen. Ich ziehe Gott an. Ich ziehe Gott an. Ich ziehe Jesus an. Zieht den neuen Menschen an. Da hassen wir nicht unsere Eltern, weil sie sind doch auch Sünder. Oder sind sie so? Musst du sie hochstilisieren, dass sie jetzt Superheilige sind? Sind sie eben nicht. Ich liebe sie, weil sie ja zu mir gesagt haben, meine Eltern. Aber ich muss auch das durchdringen, wo sie nicht nach dem Evangelium gelebt haben. Und da darf ich den neuen Menschen anziehen, der in Gott uns geschenkt ist. Und wenn du jetzt ein Kind hast, dann tust du das Beste ihm geben und lebst das vor, was du von Jesus und vom Vater und vom Sohn und von Maria kennengelernt hast. Und so gehst du mit deinem Kind um. Dann kriegt es einen natürlichen Zugang zum Vater, zu Gott. Das ziehen wir an. Ganz einfach. Dass wir es verstehen, dann darfst du auch mal mit dem brechen oder mit Dingen brechen, die waren einfach nicht vollkommen. Das darfst du mal ablegen. Wir sind jetzt in ein neues Stammpaar hineingenommen, in Jesus und Maria.
Wir ziehen den neuen Menschen an. Komm aus den alten Kamellen heraus. Leg das Zeug ab. Lass es abtrennen. Ich ziehe den neuen Menschen an, Christus. Und die Liebesverhaltensmuster, Denkmuster Gottes, deswegen sagt er zu uns Metanoia. Denk um, denk wie Gott. Ich denke doch nicht wie die Welt. Ich denke wie Gott. Ich ziehe das Denken Jesu an. Die Liebe an, die Barmherzigkeit, die Güte, Sanftmut, die Verhaltensmuster, die Charakterzüge Mariens, die Charakterzüge Jesu, das ziehe ich an. Und dann tue ich auch mit dem all dem in der Weise, was nicht, versteht ihr, was nicht dem Evangelium entspricht. Das Gute, wo die Eltern Jesus, den Vater und den Heiligen Geist und Maria gelebt haben, das übernehme ich. Und das andere nicht. Und dann darf ich den neuen Menschen in Christus anziehen. Vergesst das nicht, versteht ihr? Sonst kommst du nicht heraus aus deinen Kinderschuhen. Du darfst hineingenommen werden, denn der, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das hat er mit uns vor. Der will dich nicht in einer minderwertigen, versteht ihr, Dimension stecken lassen, sondern der gibt dir die Fülle in Christus. In seinem Sohn. Denn der, der in Christus ist, wie heißt es weiter? Wer ist bibelfest? Der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das sind die Worte, versteht ihr? Da muss man mal drüber nachdenken, dass wir es verstehen. Was Gott da vorhat mit euch. Und da musst du auch manchmal aus dem heraus, aus den alten Kamellen, alten Verhaltensmustern, Denkmuster heraus und diese neuen anziehen, die in Gott ist. Jetzt gehen wir mal so durch in diesem Vortrag. Einfach so eine Gebrauchsanweisung, wo können wir Fehler machen und wo wir uns in eine Unfreiheit hinein manövrieren. Da habe ich ein paar Dinge rausgesucht aus dem Internet, die mir so gefallen haben. Ich habe lange gesucht, oh je, ich sage es euch stundenlang. So ein paar Worte aus der Heiligen Schrift, die gleich in dich hineinfallen, wo du vielleicht denkst, oh, das ist eine gute Gebrauchsanweisung. Da muss ich jetzt irgendwie mich ändern. Da muss ich mich befreien lassen, da muss ich umdenken, da muss ich was rauswerfen aus mir. Und das dürft ihr auch aufschreiben, wo er da falsch handelt. Zum Beispiel das erste ist, ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Viele sagen, oh, dieser Teufel, der quält mich. Der quält mich Tag und Nacht und er lässt im Grunde mich nicht in Ruhe. Und man wird attackiert. Aber die Frage ist oftmals nicht, hast du dich Gott untergeordnet? Viele beichten alles, aber sie haben noch einen Selbsthass in sich, eine Selbstablehnung, eine Selbstbestrafung und ein Hass gegen sich. Aber sie nehmen nicht einmal an, dass Gott ihnen vergeben hat. Sie haben eine Wahnsinnsgeschichte, sie waren vielleicht tief in der Sünde drin, und es ist viel passiert und sie können das nicht ertragen, was sie gemacht haben. Vielleicht der eigene Stolz lässt es nicht zu. Und ich nehme nicht an, dass er mir vergeben hat. Gott, also quasi, ich kann schon annehmen, dass er mir vergibt, aber ich vergebe mir nicht. Wisst ihr, was dann los ist? Dann kommt der Satan und quält dich. Weißt du, was nicht geglaubt hast? Dass er dir vergeben hat. Seine noch größere Sünde. Das beleidigt Gott noch mehr, wie alle Sünden, die du begangen hast, wenn du an dem zweifelst. Und dann ordnest du dich nicht unter und tust subtil, unterbewusst, ständig dich quälen für deine Sünden, die du begangen hast. Da sind manche Weltmeister drin. Das ist verkappte Selbsterlösung. Ich bestrafe mich selbst für meine Sünden. Unterordnen tust du dich nicht. Ich muss mich doch ein bisschen selbst quälen. Ich kann es mir nicht ab, dass ich so schlecht war.
Und dann sind sie traurig, niedergeschlagen. Und sie haben sich aber nicht der Lossprechung untergeordnet. Sie haben es nicht geglaubt. Und bei der nächsten Gelegenheit wird es wieder ausgepackt. Aber deine ganze Freude geht baden und du rennst da rum und bestrafst dich noch subtil, unterbewusst selbst, hast aber Gott nie richtig angenommen als Erlöser. Denke mal nach, gell? Denke mal nach. Manchmal muss der alte Pharisäer eine ganze Zeit lang absterben, dass du Gott annimmst. Leiste dem Teufel Widerstand. Genauso sollst du ihm Widerstand leisten. Und er wird vor euch fliehen. Versteht ihr, dass wir uns auch in jeglicher Situation dem Wort Gottes unterordnen. Zum Beispiel wie auch dieses, wir kommen dann nachher drauf, der in mir ist, ist stärker wie der in der Welt ist. Und da wird sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und dann wundern wir uns, dass der Böse unseren Wickel hat und ständig Pies sagt. Habe ich mich aber wirklich dem Wort untergeordnet? Wenn du dann wirklich fragst und sagst, hast du dir eigentlich schon vergeben? Ja, du, das ist das Schwierigste. Ja, okay. Aber dann bist du noch nicht in der Freiheit und Gott konnte dich noch nicht befreien, wenn du das nicht annimmst. Denk mal nach. Und geh da mal durch, wo du genau das, wo du dich nicht dem Wort Gottes untergeordnet hast. Das Gleiche ist, ordnet euch Gott unter. Was müssen wir eigentlich unterordnen? Wem? Was denkt ihr? Als erstes. Dem Gebot Gottes, die 10 Gebote. Wisst ihr, was da unterwegs ist? Ich will jetzt auch mal so etwas sagen, wo die Frauen ihre Schwachheit haben. Sie sind wirklich unterwegs in den 10 Geboten, sind Engel. Ja? Aber dann kommt auf einmal eine Beziehung oder sie treffen jemand und auf einmal ist alles weg. Die Gefühle gehen Achterbahn und die landen mit den Männern im Bett. Die sagen, ja, gehen wir schnell und so weiter. Und vorher waren sie so dermaßen richtig gut unterwegs. Und auf einmal muss jetzt alles den Gefühlen untergeordnet werden. Aber steht in der Schrift, der mein Gebot hält, der ist es, der mich liebt. Es ist weg bei den Frauen. Da sind die Gefühle so stark, dass es nicht mehr geht. Genauso, wenn die Männer unterwegs sind und sagen, ja, ich nehme alles mit, was ich will. Gell? Ich bin kein Kostverächter und so weiter. Jetzt gehen wir richtig los. Da muss man ja schließlich mal alles so ausprobiert haben. Ja, was ist jetzt los? Ordne ich mich dem Gebot unter oder nicht? Gehe ich in die Ehe schon? Habe ich mich Gott untergeordnet? Gehe ich in die Ehe? Ja, du, wenn ich die Gelegenheit habe, ja, dann nehme ich alles mit. Das nehme ich nicht zu ernst. Ich habe mich nicht untergeordnet. Glaubt ihr, der Satan lässt von dir ab? Der bohrt sich in dich hinein bis zum geht nicht mehr. Er sieht genau deine Entscheidung. Genauso, wenn wir die Hand an den Pflug legen und sagen, oh, zurückschauen. Der bohrt sich in dich hinein. Der demontiert dich Tag für Tag. Weil du dich nicht unterordnest. Des Weiteren sollst du dich unterordnen als Christ. Wem? Dem Gebot als erstes, die 10 Gebote. In allem, versteht ihr? Keine fremden Götter haben neben mir und dann rennt man zu allen esoterischen Bindungen. Auch wieder ein Verstoß gegen das erste Gebot. Du ordnest dich Gott nicht unter, dem Gebot. Du rennst überall hin und suchst das Heil weiß wo und rennst überall hin. Glaubst du, dass du von dem Bösen letztlich in Ruhe gelassen wirst? Wir müssen die ganzen esoterischen Leute, die da unterwegs sind, wisst ihr, von was abtrennen? Erstens, dass sie das erste Gebot gebrochen haben, die Vergebung hineingekommen. Dann müssen wir sie abtrennen von den Therapeuten und von den dahinterliegenden, verwaltenden Dämonen in jeglicher esoterischen Praktik. Die sind hinten dran, habe ich schon selbst gemerkt, ich sage es euch, Seelsorge gemacht und ich beginne als Priester zu beten, ich binde jetzt diese Dämonen, die diese quasi esoterische Praktiken verwalten und dann sind sie direkt gegen mich los.
Siehst du hast dich nicht dem Gebot Gottes untergeordnet. Und dann ist auf dem Plan. Und da rutscht man hinein. Ja, aber der Therapeut oder die Therapeutin ist ja gar nicht so schlecht. Und zum Geistheiler noch ein bisschen gehen und ein bisschen pendeln und Tarotkarten und Wahrsagerei. Ja, wunderbar, gehen wir doch los. Du ordnest dich dem Gebot Gottes nicht unter. Und dann hast du den Bösen auf dem Wickel. Wisst ihr, so ein Wort, das spricht Bände, das geht dann in mir los, wie eine Rakete, was da falsch gemacht wird. Ja? Im ganzen sexuellen Bereich. Dann den Bereich, auch dass du Mama und Papa annimmst. Liebe deinen Vater und deine Mutter, ehre sie, ehre Vater und Mutter. Das Gebot, dass manche gehen so weit und sagen, nein, die haben mich so verwundet, ich will zu denen gar nicht mehr gehören. Ich will lieber andere aussuchen. Ordne dich Gott unter, auch wenn sie böse waren. Gott ist zu dir gut und er gibt dir das wieder zurück. Und du wirst erst in den Segen kommen, wenn du deinen Vater und deine Mutter segnest. Egal, was sie dir gehabt haben. Meine Lieben, ich habe jetzt erst vor kurzem mit einem jungen Mädchen gearbeitet. Über das Telefon, stell dir mal vor. Was die mitgemacht, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie ist adoptiert und hat so viel Verletzungen in sich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann ist ihr was so weit gekommen, eine wunderbare Seele. Ich vergebe Mama, Papa, ich kenne sie gar nicht. Warum, dass sie mich nicht wollten, wo mich adoptiert wurde und sich weggegeben hat. Ich segne sie. Ich segne Mama und Papa und ich habe sie vorsprechen lassen, ich will keine andere Mama und keinen anderen Papa. Ole, das kann ich fast nicht sagen. Aber dann ist der Böse auf dem Spiel. Aber diese Unterordnung unter das Gebot bricht die Macht des Bösen. Und ich habe sie es aussprechen lassen. Und alles durchgegangen, wo sie verwundet wurde. Überall. Und sie ist mitgegangen. Du, ich sag's euch, die hat eine Befreiung erfahren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die hat tagelang geweint, weil sie die Liebe Gottes erfahren hat, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Nur aus der Freude Gottes, dass sie den Eltern vergeben hat, die sie einfach weggegeben haben. Und dann wollten sie sie noch umbringen und abtreiben. Sag's euch, was auf dieser Seele an Traumata und Schock und allem Möglichen gelastet hat, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber sie hat die Eltern gesegnet. Gott hat ihr noch einen Traum gegeben, meine Liebe. Wie die Mama so vor dem Gartenzaun steht, sie will aber hinein, sie kann nicht. Und sagt, jetzt holst du sie herein. Jetzt ordnest du dich dem Gebot Gottes unter. Und meine Liebe, ja, tagelang, wochenlang, nur noch in einem Strom die Liebe Gottes erfahren, weil sie sich Gott untergeordnet hat und die Eltern gesegnet hat. Hab kein Groll, segne sie. Wie keine anderen Eltern. Ich segne sie mit allem, wenn sie schon gestorben sind. Ich segne sie mit allem Segen des Himmels. Herr, ich wünsche ihnen alles Gute. Und dann geht der Teufel weg. Genauso, wenn du einem nicht vergibst und du hast einen Groll in dir, vielleicht einem Ehemann oder irgendjemand aus der Kindheit oder sonst irgendwas. Ja, was hat jetzt Jesus gesagt? Wer seinem Bruder und seiner Schwester nicht von Herzen vergibt, den kann Gott nicht vergeben. Okay, vergib, weil Gott uns vergeben hat. Und wenn ich den Schritt tue, kommt die Liebe Gottes in mich hinein. Und dann erfüllt mich die Liebe, versteht ihr? Sonst bin ich blockiert. Aber dann arbeitet der Satan mit deiner Unverzeihlichkeit, Unversöhnlichkeit, mit deinem immer wieder aufs Butterbrot schmieren und heimzahlen auf subtile Weise. Und manchmal haben wir so einen Klops drin, wenn wir dem begegnen, oder? Den Eltern dann auf einmal oder jemandem. Da kommt dir alles hoch. Und dann kämpfe.
Ordne dich Gott unter. Du hast vergeben. Und hilf mir, dass ich in deiner Vergebung, wie du uns vergeben hast, diesem Menschen vergebe, der mich fast kaputt gemacht hat, zerstört hat, verwundet hat, verletzt hat. Und da muss der Teufel fliehen. Und da muss er fliehen. Weißt du was? Auch bei mir selbst, dann muss er mal gehen. Ich habe immer auf mich draufgehauen und habe gedacht, ich bin eigentlich schlecht. Versteht ihr? Und habe das losgemacht auf mich und habe mich in mich hineingeprügelt. Kennt ihr das? Kannst du dir auch nicht richtig vergeben. Und dann habe ich auch mal einen guten Vortrag gehört, dann lernt man ja. Und dann habe ich so innerlich verspürt für mich als Jesus, ich fühle mich jetzt emotional als Christensünder. Aber ich weiß aus der Barmherzigkeit heraus, der größte Sünder, das größte Recht auf meine Barmherzigkeit. Und jetzt hast du deinen größten Sünder. Und jetzt habe ich das Recht auf deine Barmherzigkeit. Zack, hat er den Schalter umgelegt. Das hat er geliebt, dass ich das gesagt habe. Ich fühle mich jetzt wie ein Häufchen Elend. Wie ein Häufchen Elend. Aber dieses Häufchen Elend liebt dich. Und es vertraut auf deine Barmherzigkeit. Und ich habe mich ihm untergeordnet und dann muss sofort der Böse weg. Und das kannst du bei jedem Gebot machen. Das ist mal die Befreiung schlechthin. Die erste. Dann als zweites, meine Lieben. Oh, das ist enorm tief, oder? Habt ihr mal so gedacht, dass das so tief geht? Dieses Wort, das war mir so. Oh, das hat mich als getroffen, dieses Wort. Ordnet euch Gott unter. Der Teufel muss vor euch fliehen. Ja? Leiste diesem Teufel Widerstand. Als zweites, dass du dich jeglichem Wort, das in der Schrift steht, unterordnest. Nicht, dass du es besser weißt oder deine Gefühle, dass du jetzt denen nachfolgst, sondern dass du dem Wort Gottes nachfolgst. Dass du dem Wort Gottes nachfolgst. Dann lieb dir und dann leiste dir den bösen Widerstand. Im Wort Gottes steht, so wie er gekommen ist, in der Wüste verführt wurde, viel mehr steht in der Schrift. Und er kommt mit der Heiligen Schrift und haut den Bösen weg. So müsst ihr ganz aus dem Wort Gottes leben und dann könnt ihr in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen, die Gott uns so schenken will. Es ist so gewaltig, was da in diesem Wort steckt. Als drittes, ganz wichtig, als drittes, der Glauben der Kirche. Ordnest du dich dem Glauben der Kirche unter? Dem Katechismus, den Dogmen, den Lehrverkündigungen der Kirche und das, was im Glauben steht. Wenn du dich da unterordnest, geht eine solche Kraft aus, die jeden Dämon in die Flucht schlägt. Weil das ist der Sieg, der die Welt besiegt. Euer Glaube, das ist der Sieg über den Satan. Und da wickelt der Böse uns ständig durch diese Einflüsterungen um den Finger und leite dich weg. Du bist bei Jesus und tust attackieren mit all dem, was dir gegeben ist, durch das Gebot, durch das Wort Gottes und durch den Glauben und durch die Anordnungen der Kirche auch, versteht ihr, auch noch da, dann bist du ganz sicher auf der sicheren Seite. Das ist für die Frauen gut, für die Männer gut und den Weg gehen wir. Dann muss der Teufel vor euch fliehen. Er hat keine Chance mehr. Nicht so, dass er dann zum Pfarrer Fim oder zum Pater Leonhard läuft. Können Sie einen Exorzismus beten? Da müsste ich als nächste Frage stellen. Hast du dich allem untergeordnet von Gott? Da muss er alleine fliehen vor dir. Ihr könnt dieser Gehorsam, der Liebe ist, der sich unterordnet, ist der stärkste Exorzismus. Die Liebe zum Herrn, zu seinem Gebot, zu seiner Lehre und zu seinem Glauben, den er durch die Kirche schenkt. Das ist der größte Exorzismus. Und dann muss er fliehen, stellt euch vor, dann ist es so, dass er nirgends mehr Platz findet. Und wie sehr versucht er da in dich hineinzukommen. Und all die Lügen zu installieren und diese Einflüsterungen irgendwo
in dich hineinzubringen, die dich unfrei machen. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Was hat er getan, meine Lieben? Und da wollen wir hinein. Als nächstes, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist ist, des Herrn ist, da ist Freiheit. Weil diese Freiheit, die lassen wir uns nicht nehmen. Ich spüre diese Freiheit in mir. Wenn ich genau so vorgehe, ich gehe genau so, wie ich es euch erkläre, vor. Was sagt das Gebot? Wisst ihr, könnte auch jemand kommen und sagen, ja, von der Kirche, überlegt aber, was da läuft im Moment. Wir wissen ganz genau, dass das gegen das 6. Gebot verstößt, du sollst nicht unkeusch treiben. Und jetzt wollen wir die Sünde installieren in die Kirche. Was müssten die Bischöfe sagen? Was müssten die Priester sagen? Hey, das verstößt gegen das Gebot Gottes. Was wird der Teufel mit uns machen, wenn wir das installieren in der Kirche? Er wird uns immer noch mehr demontieren. Eigentlich muss die Kirche das sein, was die ganze Menschheit befreit. Sie soll das Licht sein für alle Völker. Und jetzt ist sie auf einmal zur Verführerin geworden, zur Sünde. So weit haben sie es hingedreht, dass wir fast im Knast landen, wenn wir sowas sagen. Aber sie müssten Jesus mal einsperren ins Gefängnis und sein Wort. Aber die Frage ist, wer hat Recht? Die Welt? Die Politiker? Die Therapeuten? Und all jene haben die Recht? Oder hat der Recht, der die Wahrheit ist und das Licht ist und keine Finsternis ist in ihm? Und als einziger weiß, was im Menschen ist und was dem Menschen gut tut oder nicht gut tut, entscheide selbst. So weit haben sie es jetzt getrieben. Da wollen sie noch die wegräumen, meine Lieben, die an diesem Wort, am Wort unseres Gottes festhalten. Dann kriegt man Disziplinarverfahren an den Hals, weil man unzumutbar ist für die heutige Gesellschaft. Nein, das bringt uns in diese Unfreiheit des Geistes, diesen teuflischen Geist, diesen widergöttlichen Geist, diesen Geist des Irrtums und der Vernichtung und Zerstörung. Den wollen wir nicht. Wir wollen im Heiligen Geist unterwegs sind. Und da ist die innere Freiheit. Die spüre ich in mir, indem ich es ausspreche. Gegen diesen ganzen Mainstream-Geist. Diesen Weltgeist, der eingeträufelt wird und im Fernsehen aller möglicher Genderei läuft, in alle möglichen Richtungen. Dass ja, der Mensch dann sagt, ja, alle sexuellen Formen sind jetzt zu akzeptieren und zu fördern. Meine Lieben, nichts fördern wir. Wir fördern das Gebot Gottes und er weiß, was dem Menschen gut tut. Weil da wissen wir, das ist die Wahrheit. Und das bringt uns in die Freiheit. Merkt ihr, das ist eine richtige Gebrauchsanweisung fürs geistliche Leben, dass du in der Freiheit bleibst und dass du nicht in den Geist der Unfreiheit hineinkommst. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das, wo ich euch schon gesagt habe, das ist der Sieg. Weil die Welt wird nicht recht haben. Und die Welt will auch das Gebot Gottes nicht halten. Und die Welt will nicht, was der Vater im Himmel will. Die Welt will Sünde. Die Welt will sich auflehnen gegen Gott, weil sie sich selbst ein Gott sein wollen. Und die Gebote sich selbst geben, die sie selbst aufstellen. Schaut mal, wo wir hinkommen mit den Geboten, die sie sich selbst geben. Recht auf Abtreibung bis kurz vor der Geburt. Ja, wunderbar. Aber steht da, du sollst nicht töten. Ganz einfach. Es steht da, wie ein Fels, eingemeißelt von Gott in dein Herz. Das ist es. Töte nicht. Töte auch dich nicht. Geh mit dir nicht schlecht um. Weil Gott dich liebt mit ewiger Liebe, darfst du nicht so mit dir umgehen, dass du dich selbst nicht willst, dass du dich ablehnst und vielleicht in den Tod hineingehen willst. Nein, auch das nicht. Das ist auch ein etwas, wo man manchmal Menschen hineintreiben kann, wenn sie nur abgelehnt werden, aber du dich selbst auch hineintreiben willst und kannst, wenn du diese Gedanken vom Bösen annimmst. Und da sagst du, nein, ich bin zum Leben berufen. Gott liebt mich mit ewiger Liebe. Das ist es. Das haben wir schon hinter uns.
euer Feind, der Teufel, schleicht umher. Das haben wir schon richtig gut besprochen. Da können wir drüber gehen. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Haben wir auch schon ein bisschen besprochen, kann ich schneller gehen. Dass der, der innen drin ist, größer ist wie der, der in der Welt ist. Da habe ich noch ganz schöne Bilder. Wenn der in dir ist, ist er größer wie der, der in der Welt ist. Jesus. Was hast du zu befürchten? Das ist ein tolles Bild. Das ist jetzt für die Jugend. Wenn Jesus in dir ist, was befürchtest du? Und dass er das macht, dass er in uns ist, ist das Größte, was wir uns vorstellen können. Der größte Schutz. Aber lass ihn einfach nicht nur gerade so hineinkommen, sondern zieh alles von ihm an. Bejahe alles. Liebe alles. Befürworte alles. Mach alles nach, was er gemacht hat. Imitatio Christi. Ahme ihn nach. Imitiere ihn bis zur Vollkommenheit, dass du ein anderer Christ bist. Das ist Christsein. Das dürfen wir, oder? Als einziges. Weil wir ziehen die Vollkommenheit an. Weil der Sohn hat es genauso getan. Er imitiert den Vater bis zur Vollkommenheit in der Repräsentanz, dass er selbst dann so ist wie der Vater. Und so sollst du es tun. Wir imitieren Jesus so, ziehen ihn in Liebe an, nicht in Unterdrückung, sondern der Sohn zieht nur den Vater an, weil er erkennt, was denken Sie? Weil er vollkommen ist und weil er die Liebe ist, er muss etwas anderes anziehen. Er will nur den Vater, weil er in dem die Vollkommenheit hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt übertragen auf dich, wenn du den Sohn anziehst, ziehst du auch den Vater an. Und dann lebt der dreifaltige Gott in dir. Denn der, der mich liebt, zu dem wird mein Vater und ich kommen, wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Das ist der neue Mensch. Ich sage ja, da können die Dämonen kommen, die können auf deinem Buckel runterrutschen, von oben nach unten, von unten nach oben, nichts passiert. Weil der da drinnen ist. Ja, Pater Pio ist Tag und Nacht gequält worden vom Satan. Manchmal ist er gekommen, an den Haaren hat er ihn in der Zelle rum, verschlagen ohne Ende. Attackiert, gequält Tag und Nacht. Seinem Vater hat er geschrieben, du kannst dir nicht vorstellen, was diese Scheusal mir angerichtet hat. Weil er eine Wut auf ihn hatte, weil er festgehalten hat an dem, der in ihm ist. Da kannst du draußen halt zugehen. Da drinnen ist mein Jesus und zu dem halte ich. Und er ist stärker wie das. Und Pater Pio hat immer gesagt, gell, nicht, dass er das nachahmt. Ja, das ist sehr gefährlich, versteht ihr? Nicht nachahmen, aber wenn vielleicht sowas ist und sagt, ja, lass mich doch in Ruhe, ich habe meinen Jesus in mir. Ich habe den Stärkeren in mir, da muss er schon gehen. Ich habe den Stärkeren in mir. Und wenn er dich auch quält, den kann er nicht entreißen. Und da ist er wütend darauf. Da will er durch diese Quälereien den Liebenden aus deinem Herzen entreißen. Aber sie geschafft. Und immer noch mehr Gnade kam zum Pater Pio. Und immer noch mehr das dann aufgeopfert, diese Quälereien, weil er gesagt hat, es ist eine Zulassung Gottes für die Menschen, dass so viele gekommen ist, Millionen, und heute noch davon leben. Das ist eine besondere Nachfolge, gell? Das dürft ihr nur mit eurem Beichtvater absprechen. Das darf man sich nicht nehmen. Und sage mal, eine Imitatio im Grunde zu leben vom Pater Pio. Weil Jesus zu ihm gesagt hat, es gibt nur einmal den Pater Pio. Wie er bereit war, sogar der Pater Pio
für jede Seele zu leiden, wie Jesus gelitten hat. Eine Imitatio bis in die Christusähnlichkeit, bis in den Gekreuzigten hinein. Er wollte durchbohrt werden, wegen der Missetaten der Menschen. Durchschlagen, verwundet, die Geißelwunden hinten drauf gehabt, die Schulterwunde, hat er gesagt. Das Schlimmste war die Dornenkrone, wo er gehabt hat. Die Hände durchbohrt, die Füße durchbohrt. Und er hat es ausgehalten. Aus Liebe zu den Menschen. In einer Imitatio. In einer Verähnlichung, bis zur totalen Verähnlichung des Gekreuzigten. Das ist jetzt ein Heiliger, versteht ihr? Aber wir können auch schon ein bisschen was tun, oder? Denn wir ergänzen durch unsere Leiden, was an den Leiden Christi noch fehlt zum Aufbau der Kirche, dass wir nicht ständig rumjammern, sondern ein bisschen auch sagen, hey, hast du mir das geschenkt, dass ich es dir schenken darf? Okay? Also wichtig, gell? Der ist stärker in uns. Hab keine Angst. Es ist der Löwe von Juda, der in dir ist. Aber auch das Lamm. Beide. Beide hast du in dir. Der Löwe und das Lamm. Sei dir immer bewusst, diese beiden sind in dir. Deswegen, Jesus gefällt noch mehr, dass du ein Lamm bist, denn lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Sanftmütig wie ein Lamm. Ein Lamm im Lamm. Aber lass auch mal den Löwen von Juda rausspringen, dass er dir hilft, wenn du attackiert wirst von den Bösen. Das ist die Befindlichkeit. Das hat in dir Platz genommen, meine Liebe. Der Löwe von Juda, er ist der wahre Löwe und Satan geht nur wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wenn er verschlingen kann. Wir sind im Befreiungskurs. Das hilft uns, das ist gewaltig. Und aber auch Mut, mit diesem Löwen und mit diesem Lamm eine tiefe Beziehung einzugehen, der dir hilft. Der dir hilft und bei dir ist und dich beschützt. Und dann muss der Böse fliehen. Ich sag's euch, das hat mir geholfen. Dieser Ausspruch, der in mir ist, ist stärker wie der in der Welt ist. Er ist stärker. Und die Liebe siegt. Ja? Ganz wichtig. Gehen wir weiter. Und denn eure Rede sei vielmehr ja, ja und das nein, nein. Was dem hinzugefügt wird, stammt vom Bösen. Heute machen wir ständig jein. Immer so beides, das ist dialektisch, das nennt man die Widerspruchseinheit von Gut und Böse, das kommt nicht von Gott. Das ist direkt vom Teufel. Euer Ja sei Ja und euer Nein, Nein. Und alles andere kommt vom Teufel. Versteht ihr? Wenn wir ständig so rumeiern, selbst in der Kirche, ja, das Gebot müssen wir schon halten, aber wenn es darauf ankommt, in der Seelsorge, können wir alles durchlassen. Aber mal Ja und Nein. Was denkt ihr, was läuft? Das kommt vom Bösen. Das können wir nie machen. Da können wir nicht alles durchgehen lassen. Wir müssen die Gebote aufrechterhalten als Verkündiger. Sehr, sehr wichtig. Euer Ja sei Ja. Und nehmt das mit in euer Alltag. Das ist eure Gebrauchsanweisung. Nehmt das mit. Euer Ja sei Ja. Und euer Nein, Nein. Und du kannst nur Ja und Nein sagen. Wenn du die Lehre der Kirche kennst. Wenn du die Gebote Gottes kennst. Wenn du die Anordnungen der Kirche kennst, wenn du den Glauben kennst und wenn du das Wort Gottes kennst, dann kannst du sagen, ja, da sage ich ja, das will auch Jesus, dann sage ich ja. Und wenn ich weiß, nein, das ist nicht von Jesus, dann sage ich nein. Versteht ihr? Nur das, das macht uns frei. Das andere, jein. Und diese ständige Rumlamentiererei und so diplomatisch dich irgendwie durchlamentieren, nein. Dann hast du wirklich die Auswirkungen des Bösen auf dir. Wenn du so unterwegs bist oder wenn wir teilweise so, manchmal aus Ängste, wenn zum Beispiel diese Dinge in dir leben, wo die Mutter sagte zu dir, pass dich an. Rede ein bisschen nach dem Mund und so, für dich kannst du es alleine machen. Und sagt, oh, das ist schwierig. So können wir nicht als Christen sein.
sind wir keine waschechten Christen, dann stimmt's nicht. Und dann ist der Böse sofort da. Dann kommt's eben auch vom Teufel. Und genau diese Verhaltensmuster musst du ausmerzen aus dir, entlarven, wo wir so nach dem Mund reden. Und ein bisschen da, versteht ihr, so reden. Und wenn der andere kommt, rede ich so ein bisschen so, versteht ihr? Aber ich rede dann jedem nach dem Mund, aber nicht Gott nach dem Mund. Und du sollst Gott nach dem Mund reden. Das ist total wichtig. Sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Sehr, sehr wichtig. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei spannen. Jetzt kommen so ein paar Sprüche, also so wie Gebrauchsanweisungen. Was braucht Gott, um in mir zu wirken? Antwort: Meine Bitte und meine Erlaubnis. Viele jammern manchmal in der Seelsorge umher, aber wollen, geben sie Jesus die Erlaubnis, ihn sich selbst zu verändern? Und bittet man darum? Und bist du ganz offen, Herr, du kannst mir den Balken zeigen, den ich in meinem Leben habe. Nicht nur, dass ich den Splitter des anderen sehe, sondern meinen eigenen Balken. Versteht ihr? Und ich gebe Gott die Erlaubnis, mich zu verwandeln, mich zu verändern, mich zu heilen, mich zu befreien. Oder will ich so einfach drinbleiben in dem, in manchmal im Selbstmitleid und höre da nicht auf und eier so vor mich hin im Leben und komme auf keinen grünen Zweig. Versteht ihr? Da muss eine Konsequenz da sein. Kurz und bündig, wie es hier steht, gell? Das sind so Gebrauchsanweisungen, die gefallen mir. Es muss praktisch sein. Wenn das so ins Auge springt dir, dann sag, hey, da schreibe ich mir auf. Das sind so Weisheitssprüche. Der Lügner greift deine Gedanken an und will sie eben in seine Macht bringen, dass er etwas hineinbringt. Höre auf, Gott zu überzeugen, etwas zu tun. Beginne damit, dein Herz zu überzeugen, dass Jesus alles getan hat. Da tun wir als Gott unser Willen aufdrücken. Also, du hast so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle, weil ich meine, dass das gut ist. Das sind unsere Vorstellungen, meine Lieben. Aber anders sollten wir eigentlich beten. Herr, du weißt, was gut ist. Zeig mir das ganz tief in mein Herz. Und ich mache dein Plan zu meinem Plan. Nicht, dass mein Plan ihm aufgedrückt wird und er hat nach meinem Plan zu tanzen und zu funktionieren. Wie so eine Pfeife, die tanzt, oder ein Springknopf auf dem Boden. So hast du zu funktionieren, wie ich will. Das macht Gott nicht mit. Sondern er ist der Große und hat den ganzen Plan. Er sieht alles, was da draußen ist. Und er tut weise Entscheidungen. Und dann gehe ich mit und sage, Herr, tu mir doch deinen Plan offenbaren. Damit ich mitwirke und nicht so ein Zeug mache. Und dich ständig funktionalisiere und dich noch in der Weise missbrauche für meine Pläne. Und ihn als Gehilfen meiner Pläne dann irgendwie da missbrauche. Versteht ihr? Ist nicht gut. Deine Gefühle ändern an Gottes Liebe nichts. Hör genau hin. Deine Gefühle. Das ist jetzt für die Frauen ganz wichtig. Ändern, und auch bei den Männern, an Gottes Liebe nichts. Sie beherrschen nur dein Herz. Beherrsch Gottes Liebe, dein Herz. Dann ändern sich deine Gefühle. Boah. Ganz wichtig. Merkt ihr, hier ist was getroffen mitten hinein. Es hat mir gefallen, ich habe so diese Dinge raussuchen dürfen im Internet, wo mich selbst getroffen hat. Wie oft tun dich die Gefühle Achterbahn leiden, ständig.
Und dann weißt du nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Geh in die Liebe Gottes und deine ganze Gefühlswelt und deine Gedankenwelt wird geordnet im Willen Gottes. So soll das sein. Ich bin befreit von der Angst vor dem Tod und ihrer Sklaverei, die mein Leben beherrschte. Weil ich mich zu dem ausgestreckt habe, der das wahre Leben ist. Ich beende Enttäuschung. Denn Erwartungen sind selbst erzeugte Gefühle des Mangels. Ich beende meine Enttäuschung. Wie oft sind wir dann enttäuscht? Manche verlieren noch, wie Pater Leonhard auch gesagt hat, den Glauben, wenn sie jetzt irgendwer verlieren. Und dann ist eben Gott nicht mehr so mitgegangen, wie wir wollen. Und dann werfen wir ihn über Bord. Aber dann habe ich letztlich ein Glaube für mich gemacht und Gott konnte mir nachfolgen. Aber ich soll ja Gott nachfolgen, weil er weiß, wenn er vielleicht Menschen nimmt, wo wir es überhaupt nicht verstehen, wo er viel bewahrt hat, wissen wir nicht. Und diese Enttäuschungen lassen wir mal los, denn Erwartungen sind selbst erzeugte Gefühle des Mangels, weil du es auffüllen willst. Wir verstehen das alles, wenn Menschen verletzt und verwundet sind. Wir kennen das. Oder das Nächste, ich erlaube Gott, mich in allen Bereichen zu korrigieren. Da geht es jetzt an Eingemachte. Ja, lieber Gott, nein, du musst mal ganz schön auf Abstand bleiben. Ich gehe ja mit mir selber besser um, wie du umgehst. Und am besten wie bei Corona 2 Meter Abstand. 2 Meter Abstand. Ja? Nein, du darfst mich in allem korrigieren. Finde ich so gut, gell? Menschen zu verurteilen ist der Entschluss eines stolz protestierenden Herzens, Gottes Liebe zu verhindern. Meine Herren, dabei hätte ich sollte für den Bruder und die Schwester beten. Da kritisiere ich, stelle ich mich noch hochmütig, selbstgerecht über den anderen. Denn wenn ich kritisiere, verurteile, richte oder sonst irgendwas mache, dann stelle ich mich ja besser hin wie dem Bruder und die Schwester. Bin ich es wirklich? Und ich verhindere die Liebe Gottes, weil dann könnte er sich ändern. Wenn es wirklich so ist, dann sagt, hilf ihm. Ich bete für ihn. Wenn es jetzt auch objektiv schlecht ist, was der Bruder und die Schwester tut. Aber dann habe ich die Pflicht, Gott auf der Tasche zu liegen, dass er ihn ändert, nicht dass ich kritisiere. Finde ich sehr, sehr gut. Beende Selbstmitleid. Es will nicht gesund werden, weil es meint, andere zur Liebe manipulieren zu können. Dabei zerstört es alles, deine Beziehung und dich. Selbstmitleid. Das Braten in dem eigenen Selbstmitleid. Und dann durch das Selbstmitleid noch andere zu manipulieren, andere zu binden, andere irgendwo zu funktionalisieren. Dabei machst du alles kaputt. Geh aus diesem Schneckenhaus des Selbstmitleides, aus deinem eigenen Fett, wo du drin bratest, im Selbstmitleid. Da sind wir manchmal Weltmeister drin. Ja, Menschen, komm heraus, das gibt es bei Gott nicht. Er hat immer einen Plan, einen guten Plan, glaube an den. Und glaube nicht an deine kleinen, minderwertigen Pläne oder deine Befürchtungen und Ängste, dass du dem nachfolgst. Nein, Gott holt uns heraus. Ihr werdet die Freiheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, deswegen tun wir das alles jetzt anschauen, damit wir aus diesen ganzen Bindungen, Unfreiheiten herauskommen, denn die Wahrheit über uns macht uns frei. Da liegt eine Kraft darin. Nur in der Wahrheit Jesu Christi kann ich meine Wahrheit anschauen und die Wahrheit über mich macht mich frei. Das Wort Gottes ist so. Das Wort Gottes, wo ich schon gesagt habe, ist so etwas, wo du es lieben sollst und dadurch liebst du den Herrn. Was dir eine Kraft gibt in dir drinnen. Alles neu macht.
das Wort. Wenn du von der Finsternis durch das Wort zum Licht kommst. Ja? Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist sehr wichtig. Ja? Mach das. Da kommst du in diese Freiheit und tust die steilsten Berge, die Schweizer, wir sind jetzt in der Schweiz, oder? Die steilsten Berge einfach meistern mit dem Herrn. Ja? Wollte ich mal so gern kraxeln wie die Schweizer, gell? Das ist wirklich so. Den Berg der Liebe erzwingen. Da musst du manchmal schon ganz schön dran. Und dich überwinden, oder? Um zum Sieg zu kommen. Wie schön ist das, wenn du dann oben stehst. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Großartig. Nimm es an. Und zieh die Waffenrüstung Gottes an. Versteht ihr, wir sind ein bisschen schon im Krieg. Die geistige Waffenrüstung, nicht so das Schwert. Schau da, das Schild des Glaubens. Das Schild des Glaubens, wo ihr seht. Das Schild des Glaubens, das alle feurigen Geschosse des Bösen abwendet. Der Gürtel der Wahrheit, des ewigen Wortes, umgürtet. Die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Das Schwert des Geistes, denn das Wort Gottes ist ein Schwert, das Seele und Mark durchfährt. So müsst ihr unterwegs sein. Und kämpfen für die Wahrheit. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die wir nur alleine von Christus bekommen. Und den Helm des Vertrauens, den Helm des Heiles, das Gott dir aufzieht. Das ist nach Epheser 6 genau so, wie wir unterwegs sein sollen. Nochmal anders dargestellt. Wieder Heil, Glaube, Gerechtigkeit, Wahrheit, Wort Gottes und Frieden. Ja, und dann bist du, dann wir alle zusammen, ja, wir sind so eine Mannschaft, hinten und vorne alles abgeschottet und der Böse kommt nicht mehr hinein, weil wir überall das Schild hinhalten und die feurigen Geschosse des bösen Feindes abgewehrt werden. Und so sollen wir unterwegs sein. Eine wunderbare, tiefe Betrachtung, wie wir dann miteinander unterwegs sind. Nicht als Einzelkämpfer, da sind wir alle nichts, sondern miteinander wie ein geordnetes Schlachtheer. Wie ein Schlachtruss, oder? Aber geistig. Geistig. Lernen wir darum. So sind wir unterwegs. Und das war jetzt eine kleine Gebrauchsanweisung, ganz konkret für dein Leben. Das musst du dir zu Herzen führen, wo die Dinge sind. Und wenn du gesündigt hast in verschiedenen Bereichen und es nicht lebst, dann bringe ich es auch noch in die Beichte. Ich glaube, jetzt bin ich sogar fertig. Siehst du? Genau richtig. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich, dass du uns so gesegnet hast mit deinem ewigen Wort. Segne uns, dass wir zur Freiheit der Kinder Gottes befreit werden. Herr Jesus, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Tu es. Tu es immer mehr. Befreie uns alle, die wir da sind, auch die da draußen. Wir bitten um diese Freiheit für alle, damit sie dich finden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Preist den Herrn. Amen.